Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja Leute, es ist endlich soweit. Oculus Quest Soundkit ist erhältlich und ihr seht es auch schon hier hinter mir, aber da kommen wir gleich zu. Vorab nochmal eine ganz wichtige Info. Der Bernd von Kabetech hat mir diese Info gegeben und ich sollte euch darauf mal ein bisschen hinweisen, denn das ist echt mega wichtig für alle Leute, die jetzt schon ein Soundkit haben oder sich noch eins bestellen, ist egal für welche VR-Brille, diese Info gilt für alle. Auch wenn man da normalerweise nicht ran muss, aber die Rift S-Besitzer vom Soundkit, die müssen da sehr wahrscheinlich sowieso noch ran, weil da sind einige halt mit dem falschen Kabelsätzen beliefert worden und da gibt es dann halt ein Links-Rechts-Problem. Aber die Leute sind auch informiert und werden mit einem neuen Kabelsatz beliefert. Dazu werde ich natürlich auch nochmal ein Montagevideo machen zu diesem neuen Kabelsatz. Aber schon mal vorab für alle Leute, die jetzt denken, ich kann da mal selber ein bisschen dran rumspielen und steckt da mal was ab. Klar, kann man mit Sicherheit machen, aber bitte achtet darauf, es gibt hier eine Beschriftung L und R. Ich hoffe, ich kann es einfangen für euch. Und die andere Seite hat das nicht. Und wie ihr hier seht, die haben auch verschiedene Größen, diese Pins. Und ja. Wenn ihr das jetzt falsch aufsteckt, könnt ihr den Kopfhörer zerstören. Also ihr zerstört die Buchse darin, weil diese Pins hier unterschiedliche Größen haben. Und ja, ihr drückt dann irgendwas kaputt und dann war es das mit dem Kopfhörer. Von daher achtet bitte immer darauf, wenn ihr so einen Kabelsatz mal irgendwie aus irgendwelchen Gründen abmachen müsst, dass die Beschriftung immer nach außen zeigt und nie nach innen. Weil wenn ihr das nach innen aufsteckt, sag ich mal, hier ist L und ihr steckt das nach innen auf, zerstört ihr die Buchse und das war's dann. Also das mal zur Info, achtet da bitte drauf, wenn ihr das macht. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, ja, einfach unter die Kommentare schreiben. Ich lese damit und beantworte und der Bernd von Kabitech auch. Und ja, stellt da gerne eure Fragen, wenn ihr da noch irgendwelche Unklarheiten habt. Das können wir mit Sicherheit aus dem Weg räumen. So, jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil hier. Da gibt es gleich einen Unboxing zu. Aber vorab die Quest, weil ohne Quest kann ich das Soundkit nicht testen. Und ich habe von Modicap leihweise hier eine Quest bekommen. Und ich habe zwar schon mal eine Quest getestet, aber jetzt kann ich die wenigstens mal wirklich lange testen. Und das werde ich auch tun. Und ja, da wird es auch mit Sicherheit ein paar Gameplay-Videos zu geben. Ja, Leute, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Unboxing von der Quest. Das wird auch ganz kurz gehalten, also soll nicht lange gehen. Hat wahrscheinlich auch schon jeder gesehen, aber trotzdem möchte ich das auf meinem Kanal noch zeigen. Dann werden wir das Oculus Quest Soundkit unboxen. Und danach gibt es die Montage von beiden. Und wenn das gelaufen ist, werde ich dann noch ein kleines Fazit geben, wie das Ganze ist, wie ich das Ganze finde. Und ja, ich würde sagen, ab zum Unboxing-Tisch. Ja, hier sind wir mit der Oculus Quest. Und ja, dank Modicap habe ich jetzt hier eine Oculus Quest zum Testen, damit ich das Soundkit vernünftig testen kann und so weiter. Und ja, danke dafür. Ich bin echt gespannt, die Quest mal längere Zeit nutzen zu können und um zu testen. Ja, packen wir das gute Ding aus. Ich denke mal, den Karton kennt jeder. Ich denke mal, Unboxing hat auch schon fast jeder gesehen. Da gibt es auch ein legendäres Unboxing vom Decay Next 92. Der hat da richtig reingehauen und ich weiß nicht, wie lange das ging, aber das war schon sehr ausführlich. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. So. Da haben wir die Oculus Quest. Ja, mit dem Modicap-Logo. Eventuell werde ich für euch auch irgendwann die Quest mit dem Modicap-Umbau wirklich testen, also mit diesen kompletten neuen Kopfhalterungen. Ja, hier haben wir die Klinkenbuchsen, IPD-Reglerversteller, hier haben wir noch ein Plus-Minus, also für laut leise. Ja, und hier sehen wir die ganz tollen Lautsprecher. Und genau deshalb werden wir hier auch das Soundkit montieren später, denn ohne vernünftigen Kopfhörer macht das eigentlich gar keinen Spaß und ja, soll ja Spaß machen und Sound gehört bei VR. Also das ist genauso gut oder wichtig wie die Grafik, die wir hier sehen. Umso wichtiger ist auch der Sound, denn ohne Sound habe ich keine Immersion. Also
Das hängt alles miteinander zusammen. So, die können wir doch hier abstellen. So. Dann schauen wir uns mal die Controller an. Das sind die gleichen wie bei der Rift S. Hier mit links und rechts beschriftet, dass sich keiner vertun kann. Ja. Mir gefielen die alten von der CV1 besser. Ich weiß nicht, warum die das geändert haben. Also allein vom Handling her waren die viel besser. Würde ich auch gerne mal den Grund erfahren. Okay. Und jetzt weiter. Das ist die Büchse der Pandora. So. Ja, hier haben wir nochmal einen Abstandshalter, wenn wir Brillenträger sind. Das kann dann montiert werden und somit gewinnen wir ein bisschen mehr an, ja, an Tiefe, die wir nutzen können für die, Brille, damit die nicht die Linsen verkratzt. Aber für, für diesen Linsenschutz gibt es ja auch was von VR-Optiker. Die haben ja tolle Linseneinsätze. So, hier haben wir das Ladegerät. Oh, wiegt auch ganz gut was. Unser Kabelsatz, um das Ganze aufzuladen. Hier mit USB-C-Stecker. Wir ziehen mal so ein bisschen um. So. So, hier haben wir jetzt zwei Batterien noch. Und noch das Buch, was ich euch jetzt vorlesen werde. Also es ist gar nicht so viel. Also bleibt dran. Nein, Spaß beiseite. Hier ist halt Sicherheitshinweise. Und hier haben wir halt eine kleine Anleitung. First Step und so weiter, wie wir das Ganze einrichten. Hier dieser Brillenschutz. Das ist der Spacer. Ja, das war es eigentlich mit dem Unboxing. Und jetzt geht's weiter. Willkommen beim Unboxing vom Oculus Quest Modicap Soundkits. Ja, Leute, das ist genau das Paket, was ihr auch erhalten werdet, wenn ihr das Quest Soundkit bestellt. Und ja, beim Rift S Video konnte ich das noch nicht ganz zeigen, denn da habe ich die Kopfhörer einzeln bekommen, da war das Set noch nicht fertig. Und diesmal kann ich euch aber genau das zeigen, was ihr auch erhalten werdet. Ist vielleicht für euch dann auch ganz interessant. Ja, fangen wir erstmal hier an. Thumbnail gefällt mir. Also, sieht gut aus. So, packen wir mal aus. Hier sehen wir schon die Kopfhörer. Die legen wir mal kurz beiseite und schauen, was sonst noch drin ist. Da kommen wir gleich zu. Das Beste zum Schluss, oder wie heißt es so schön? Ja, hier haben wir direkt ein Werkzeug dabei, um das Ganze zu montieren. Das ist ein Imbusschlüssel und ja, auf jeden Fall gute Qualität. So, hier haben wir jetzt einen Zettel, der zur Montageanleitung führt. Einmal über den Link oder über den QR-Code. Das ist jetzt noch der alte Zettel von der Rift S, weil das neue Quest-Montagevideo ist noch nicht fertig. Das wird noch erstellt. Und ja, ihr werdet aber einen richtigen neuen Zettel erhalten mit dem Quest-Montagevideo. Und wenn ihr das dann hier anklickt, werdet ihr zu meiner Seite geleitet und da wird es dann das Montagevideo geben. So, was haben wir sonst noch? Sennheiser HD25, Sicherheitshinweise. Ja Leute, lest euch das gut durch, das ist ganz wichtig. Also es sind von den Kopfhörern die Sicherheitshinweise, könnt ihr euch natürlich durchlesen, wenn ihr möchtet. Das ist jedem selbst überlassen. Ja, und dann haben wir hier nochmal von der Werkzeugfirma einen Flyer dabei. So, das war es eigentlich dann schon. Und jetzt können wir die Kopfhörer auspacken. Ich bin echt gespannt, wie sie sich anhören werden im Vergleich zur Rift S. So, die Tüte packe ich erstmal weg. So, die braucht keiner. Ja, da haben wir sie. Und ja, sieht genauso aus wie bei der Rift S. Einzig die Halterungen hier sind angepasst worden, damit die vernünftig aufs Kopfband der Quest passen. Und ja, ich bin gespannt, wie sich das Ganze dann tragen lässt mit der Quest. Klar ist es schön, wenn man eine VR-Brille auf hat und hat die Ohren frei, kann ich gut verstehen.
Aber wenn der Sound dann nicht stimmt, nützt das alles nichts. Valve hat es richtig umgesetzt, man hat die Ohren frei und hat guten Sound. Oculus hat da leider ja, ein bisschen gepatzt und deshalb müssen wir uns jetzt damit behelfen, dass wir uns ja, solche Soundkits montieren. Und ganz ehrlich, das ist erstklassiger Sound und ich war direkt geflecht, als ich die Rift S auf hatte und damit Synth Riders gespielt habe. Also ist ein ganz anderes VR-Spielen als vorher. Ja Leute, das war's erstmal mit dem Unboxing hier und ich würde sagen, gehen wir zur Montage. Hallo und herzlich willkommen beim Montagevideo vom Oculus Quest Modicap Soundkit. Erster Schritt, wir entfernen die oberen Schrauben. Zweiter Schritt, wir lösen ein wenig die unteren Schrauben, so dass sich das Ganze hier bewegen lässt. Als nächstes schauen wir, welcher Kopfhörer auf welche Seite montiert werden muss. Das sieht man ganz gut an dem roten und dem schwarzen Stecker. Der rote Stecker ist für die rechte Seite und der schwarze Stecker für die linke Seite. Hier ist auch ein kleines R eingraviert und hier auch ein kleines L. Als nächstes werden wir die Leitung hier vorbereiten. Eure Leitung wird bis zu diesem Punkt hier zusammengeklebt sein. Wir ziehen die vorsichtig auseinander bis zu diesem Punkt hier. Somit können wir den besten Leitungsweg garantieren. Dann gehen wir hin, nehmen uns die linke Seite, führen die einmal hier durch, öffnen die Schlaufe, legen einmal die Leitung hier hindurch und können die Schlaufe dann auch wieder schließen. Dann nehmen wir uns den Klinkenstecker und stecken den schon mal in die Klinkenbuchse ein. Dann öffnen wir hier die Schlaufe und bereiten unseren Leitungsweg auch für die rechte Seite vor. Einmal die Leitung hier lang und schließen. Schon haben wir hier die Leitung schön abgefangen. Jetzt montieren wir die Kopfhörer. Wir nehmen uns den rechten Kopfhörer, legen ihn einmal hier rum und stecken jetzt die Halterung zwischen das Kopfband. So. Jetzt haben wir hier die Leitung innen liegen, kann nirgendwo dran schleifen und so liegt die ganz gut. Jetzt befestige ich das Ganze. Nehmen wir wieder die Schraube. Und schraube das Ganze fest. Die untere Schraube auch. So, das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Hier gehen wir auch wieder innen rein. Stecken wieder die Halterung zwischen das Kopfband und können wieder die Halterung festschrauben. Und schon haben wir das Soundkit montiert. Das Gute ist, dass sich die Halterung immer noch leicht verschieben lässt. Das heißt, ich kann das Ganze variieren. Wenn ich mit mehreren Leuten die Quest benutze und es passt eventuell mal nicht mit der Halterung, kann ich das bequem hin und her schieben. Das geht auf beiden Seiten. Und es verrutscht auch nicht, wenn man das auf hat. Also es funktioniert echt gut. Und ja, so muss man nicht jederzeit hier lösen, wieder befestigen für eine andere Person und beim nächsten Mal wieder. Also man kann bequem das Ganze ein bisschen hin und her schieben.
Okay, das war das Montagevideo. Ja, Leute, hier ist die Quest und das Soundkit vereint und ich finde, es ist ein perfektes Duo geworden. Also, die Quest macht jetzt richtig Spaß. Ich habe die Quest getestet mit Kopfhörer, also mit diesen In-Ears angesteckt, mit den Lautsprechern, mit den Originalen und mit dem Soundkit jetzt. Und ja, gegen das Soundkit stinkt eigentlich alles ab. Also, perfekter Sound, egal auf welcher Lautstärke, bietet immer klaren Sound, übersteuert nichts und... Bei 100% muss ich sagen, war es mir teilweise zu laut und ich habe es dann runtergeregelt auf 70, 80 so und trotzdem noch laut genug und kommt toller Sound raus. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Aber Leute, ihr habt nur ein Gehör, also übertreibt es nicht damit, denn man kann sich da schon das Gehör mit kaputt machen, wenn es zu laut ist. Ja, wie gesagt, bei der Quest geiler Sound, bei der Rift S ein geiler Sound. Sind verschiedene Abspielgeräte natürlich und bei beiden toller Sound, muss ich sagen. Lautstärke ist in Ordnung für mich und ich finde, ist schon fast ein Must-Have-Kauf hier, das Teil. Denn so macht die Quest mehr Spaß als alles andere. Ich habe kein Kabel mehr rumbaumeln von den In-Ears oder so. Klar könnte man sich da auch irgendwo hier befestigen, aber so finde ich das eine rundere Sache. Zum Komfort muss ich sagen, echt super bequem. Wir haben hier ein tolles Polster. Und sehr weiches Kunstleder dran und liegt super bequem auf. Klar, es liegt die ganze Zeit permanent auf. Also ich habe keine Chance, die hier irgendwie wegzuklappen. Also das muss man direkt wissen. Man kann das Teil hier in der Höhe verstellen. Ne? Das könnt ihr machen. Und ihr könnt das nach vorne und hinten bewegen, das Ganze, um die perfekte Position für euer Ohr zu finden. Aber man kann es nicht wegklappen. Also die hängen permanent auf dem Ohr dran. Muss man mögen und muss man wissen. Also sollte man wissen, wenn man da jetzt Interesse dran hat. Klar, die Valve Index-Dinger sind besser, habe ich ja schon erwähnt. Aber ja, wir haben jetzt keine andere Möglichkeit. Und ja, wenn man das jetzt vergleicht, Lautsprecher in Ears gegen das, also... Lautsprecher geht gar nicht, In-Ears ist okay, aber mich hat das Kabel die ganze Zeit gestört, dann sind die auch schon mal rausgerutscht, also ist nicht toll. Und hier ist man echt super geil abgeschirmt von der Umwelt und ich habe es im Garten getestet und Nachbarshunde und so weiter, da war nichts zu hören, wenn hier Sound rauskommt, also perfekt, um wirklich abzuschalten. Und ich finde, gerade da hat die Quest ja ihre Stärken, wenn man sich ein großes Feld abstecken kann und damit dann zocken kann, perfekt. Sucht euch aber bitte einen sicheren Ort aus und nicht, wo man irgendwo noch einen Abhang hat oder und so weiter. Oder da ist eine Straße in der Nähe. Lasst das bleiben, Leute. Auch wenn man hier das Guardian-System hat und man hat dann auf jeden Fall direkt wieder die reale Umgebung, wenn man das verlässt. Steckt euch das sicher ab und dann könnt ihr auch genießen. Besonders mit dem Soundkit jetzt. Ja, Leute, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen bei der Rift S, bei der Quest. Ist natürlich eine Preisfrage, kostet 130 € oder 129 €. Die Kopfhörer kosten aber auch im Internet um die 130 €, die HD25. Von daher ist das ein faires Angebot, meiner Meinung nach. Klar, ihr habt noch die Möglichkeit, mit dem Deluxe Audio Strap zu hantieren. Dann müsst ihr euch hier Aufnahmen aus dem 3D-Drucker drucken lassen und könnt dann das Deluxe Audio Strap montieren. Da gibt es Anleitungen im Internet. Ist auch eine Möglichkeit. Ich habe das Deluxe Audio Strap auch mal eine Zeit für die Vive gehabt und klar ist das gut. Bietet auch tollen Sound, aber trotzdem kommt das nicht an diese Kopfhörer ran. Also meiner Meinung nach nicht. Ich konnte jetzt keinen direkten Kreuzvergleich machen, weil ich es nicht mehr habe. Aber was ich so in Erinnerung habe, bietet das hier definitiv den besseren Sound. Muss man abwägen, was man möchte. Und ja, wenn man jetzt noch einen Deluxe Audio Strip zu Hause hat, ist das natürlich eine super Sache. Wenn man aber nichts zu Hause hat, Deluxe Audio Strip ist neu, glaube ich, auch noch. Zwischen 110 und 130 €. Und ja, gebraucht sind die auch nicht super viel billiger. Muss man abwägen, was man möchte. Ja, Leute, das war es eigentlich schon von meiner Seite aus. Wenn Fragen sind, wie gesagt, in die Kommentare schreiben und wird dann beantwortet. Ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, war informativ für euch. Und ja, würde mich natürlich wieder über einen Daumen hoch freuen. Und ja, ich brauche Abos, um endlich mal die 1000 zu erreichen. Also wenn ihr mir noch kein Abo gegeben habt und ihr habt den Kanal schon öfters mal gesehen, ja, wenn euch das hier gefällt, was ich mache,
gib mir doch bitte ein Abo, das wird mich echt weiterbringen. Und ja, es gibt die 1000-Abo-Grenze, es werden dann neue Sachen freigeschaltet für den Kanal. Und ja, also Abos hat schon einen Sinn, dass ihr das abonniert, wenn euch das gefällt. Und nicht nur Klicks oder Likes, denn da gehört alles zu bei YouTube. Und ja, da würde ich mich echt drüber freuen. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.